Einen wunderschönen guten Tag und geht los. Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Enshrouded. Es hat mich beim letzten Mal so sehr gepackt, dass ich jetzt hier gesehen hatte, dass wir diese ganzen neuen Crafting-Stationen und Crafting-Zubehörsachen so auf einem Fleck haben, dass ich das direkt nochmal hinten dranhängen möchte. Da habe ich einfach Bock drauf. Wird gut. Hoffe ich, wird gut. Wir fangen an mit dem Instrumenten für den Alchemisten, weil das ist hier unten der Höhleneingang, an dem wir das letzte Mal waren. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt kommen. Ist leveltechnisch hier ja, relativ forderndes Gebiet. Ich habe mal die neuen Rüstungen, die wir da gefunden haben, auch mal durchgeguckt und habe mich auch mal kurz umgezogen. Einen Schönheitspreis gewinne ich damit definitiv nicht. Aber erstmal von den Werten her hat mich das doch, sagen wir mal, positiv mitgenommen. Oh, da ist nicht das da oben, ist es schon. Ja, das wäre natürlich simpel. Oh. Hab's gefunden. Da. Das ist aber auch nur ein ganz kleines bisschen peinlich. Trüböl freigeschaltet. Ich sag nur ein ganz, ganz kleines bisschen jetzt. Und was für... So, ich nehme mir kurz den Ausgut-Buff nochmal mit. Wir schauen mal ganz kurz, was wir freigeschaltet haben. Werkstatt, Alchemist. Irgendwas, was leuchtet, bitte. Da. Wissenschaftliche Instrumente. Ja gut, die habe ich ja gerade gefunden. Atanor. Ein komplexer Ofen. Wohl, das Labor haben wir ja schon. Oder? Nee. Aha. Ja, natürlich haben wir das Labor schon. Das haben wir ja fertig gefunden. So. Ich gucke mal, was ich um die wissenschaftlichen Instrumente hinsetzen kann. Die müssten wir ja noch im Inventar haben. Da geht jetzt das Spiel ja wirklich sehr gnädig. Das nimmt uns ja eigentlich nur die Dietriche weg. Oh, warte. Der Mutter reicht mir hier. Der hat ja oben mittlerweile einen Laden. Hey, hey. Komm, stell dich mal hier einfach drauf. Hello there. Wissenschaftliche Instrumente für das Labor. Wunderbar, auf dich ist immer Verlass. Wenn wir es schaffen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten ein Labor zu bauen, können wir Heilgegenstände jenseits jeder Vorstellungskraft herstellen. Klar. Hope you'll return. Doch noch ein Labor? Ich dachte echt, sowas hatten wir schon. Okay, ja, das Ding hier, dachte ich. Alchemie-Station. Ach so. Na dann, habe ich ja noch was zu tun. Da brauche ich Bronzebarren. Die mache ich aus. Den anderen Ärzten, die wir da haben. Muss ich mal ganz kurz gucken. Vielleicht haben wir sogar noch was da. Ich habe Zweifel, aber... Hm. Guck
guck mal, was unsere Zinn- und Kupferdinge überhaupt angehen hier. Kupfer, Eisen. Doch. Doch. Können wir machen. Wechsle ich doch nochmal auf Bronzebarren. Und danach führt uns Kupferbarren. Ja, ist ein bisschen nervig, aber kein Problem. Machen wir jetzt mal 10 Bronzebarren obendrauf. Heile mich gar nicht mehr. Dadurch, dass ich die Rüstung und den Ring gewechselt habe, ist natürlich ein bisschen bitter. Aber da das jetzt eh durchlaufen muss, brauchen wir das jetzt nicht weitermachen. Ich versuche jetzt einfach einmal nicht ganz so peinlich nochmal zu sterben, während wir da hinkommen. Hole euch einfach gleich wieder dazu und dann passt das schon. So, da sind wir. Ich werde mich jetzt diesmal auch um die Tierchen kümmern. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir da reinkommen. Das klingt nämlich eigentlich sehr spannend. So, zack. Oh, Safran. Aber das nehme ich sofort mit. Puff. Gut, das lief jetzt nicht so gut. Fast won it. Ja, wie ein Kindheitsbonus, schätze ich mal. Yep. So kompliziert ist der Kampf nicht. Oh, ein Heiltrank, nett. Was haben wir hier? Knochen im Sand. Das Ödland birgt viele Geheimnisse und keines davon ist mysteriöser als die riesigen fossilen, längst ausgestorbenen Kreaturen. Ich habe schon viel über den Ursprung ihrer Spezies nachgedacht, aber dieses Ödland bietet keine Antworten. Fragt man die Einheimischen, sagen sie, dass die Knochen von den Göttern stammen. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ich habe Theorien, aber ich muss noch weitere Nachforschungen anstellen. Ich habe da schon einen vielversprechenden Ort im Auge. Heiltrank, schön. Komme ich jetzt zur Tür rein? Nö. Hi, Schätzchen. Oh, wow, das ist ein bisschen out of map. Stirb. Okay, danke. Ich sollte mal Bufffood nehmen. Und einen kleinen Heiltrank habe ich ja gefunden. Oh. Nein. Ah, roten Stoff hat sie noch gefunden. Den hat. Ist in Ordnung. Oh, über das Verschwinden des Wassers. Feldnotizen, Tag 19. Ob man es glaubt oder nicht, im Ödland gab es einst eine Menge Wasser. Doch als ich einige der Einheimischen fragte, was mit dem Land geschehen ist, konnte mir keiner von ihnen eine vernünftige Antwort geben. Ich hörte von einem mysteriösen Sonnengott, der das Wasser in den Himmel saugt, bis hin zum Aufbrechen des Bodens und dem Auslaufen des gesamten Sees, wie ein Fischglas. Aber nichts davon ergab Sinn. Tatsächlich hat der Eldermeer-Meeredamm eines Tages kein Wasser mehr freigegeben, obwohl seine Schleusen völlig offen standen. Ich habe Gerüchte aus den fernsten Winkeln von Bluta gehört. Angeblich entweicht aus dem Boden eine verheerende Plage. Könnten diese Katastrophen zusammenhängen? Oh, ich weiß ja gar nicht, von welcher Katastrophe ihr redet. So.
Wir hatten ja aber noch andere coole Sachen. Quests. Die Imkerpfeife. Diese Richtung. Oh! Okay, das stresst mich ja fast schon hier. So, 30 Meter entfernt, das ist jetzt nicht so weit. Darf ran. Oh, hier ist überall noch welches. Super. Das Zeug können wir wirklich immer noch gut gebrauchen, da ich es immer noch nicht anbauen kann. Oh, ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich das bei euch wissen, ich vielleicht doch jetzt schon machen kann. Hab ja schon wieder irgendwas Neues haben wir ja beim Alchemisten. Honig. Honig. Okay, ob mir das Spiel damit irgendwas sagen möchte. Besiege den Wuka-Honigdieb. Erstmal machen wir das Ding hier platt. Ach, das war diese Brückentrolle. Wegzoll fordern. So. Besiege den Wuka-Honigdieb. Klar. Ich hatte gerade Angst, dass es das Tödliche im Jasper hier ist, aber ist okay. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Höhlenpassage. So. Wir gehen mal doch ein bisschen zu Fuß auf dem Weg. Der scheint so ein bisschen in die richtige Richtung zu führen. Das da vorne sieht nach Stadt aus. Oh. Oh, ist das Lapis? Ui. Das wird's sein. Das macht mich gerade sehr glücklich. Schön. Wir werden vorher den Wuka-Honigdieb natürlich nochmal abfackeln. Aber das erklärt sich ja von selbst. Ah, wow. Ach, Übergang von Säulen der Schöpfung zu, ja, Ödland. Cool. Ja, komm, komm, komm. Ja. So.
Ah, mit Pech ist der natürlich jetzt wieder unten. 140 Meter. Hier die geraden Kanten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie hier den Teil der Map noch irgendwie unter Leistungsdruck ein bisschen gemacht haben. Auch eben bei dem, wo die Banditen den einen Drachen da kaputt gespielt haben, da hing so ein Greifhaken, Haken einfach in der Luft. So, Ach da. Klar, Opferhügel. Hi. Ich mach mal die Kurzfassung, wenn das okay ist, ne? Oh, du hast mehr Life, als ich gedacht habe. Oh. Heißt jetzt nicht, dass das ein Problem ist? Aber eigentlich muss ich nur warten, bis Mana wieder aufgeladen ist und gut ist. Kann natürlich auch in Nahkampf runtergehen. Allein, dass ich über 1000 Schaden mache mit einem Treffer. Das ist halt schon geil. Das ist ja nur Nahkampf, oder? Ach, du kommst näher. Oh, schön. Dann machen wir es auf dem Weg. Wir müssen es uns ja nicht unnötig kompliziert machen. Wow. Ach, Kopf. Imkerpfeife, da ist sie doch. Haha. Schön. Was haben wir hier? Loderner Zauberstab. Ja, gut. Meiner ist blau, würde ich jetzt mal besser durchgehen lassen. Am liebsten hätte ich jetzt ein Bett. Aber zum Schlafen. Die Betten, Leute? Da oben ist noch eine Truhe. Ah, gibt es halt keine Betten hier. Stufe 2? Warte mal. Klar. Na, warum nicht?
Gut, wurde mir jetzt auf der Welt das hier zumindest markiert, was ich haben will. Nee, aber ich glaube, das müsste das ja hier gewesen sein. Ich markiere mir das einmal. Ja, mal nach Hause, schlafen, im Winter aufräumen und hole euch eigentlich quasi an den Stadtmauern wieder dazu. Und dann gucken wir mal, ob es genau das ist, wo ich auch diesen Lebstuhl bekomme. Machen wir es mal so. Da, wir sind angekommen. Aber ich bin da halbwegs frisch aufgeräumt, ausgeruht. Und kaum habe ich das hier betreten, stand da auch schön Ostlapis. Da. Es ist quasi auch irgendwie nur 5 cm neben dem einen Schrein, den wir schon gesetzt haben. War jetzt nicht so spannend, der Weg hierher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den hier komplett falsch gesetzt. Weg damit. So, wir sollen jetzt hier quasi den Webstuhl abgreifen können. Ich habe die Zeit auch noch genutzt, um uns den neuen ewigen Eisbolzen zu machen. Ja, noch Sprengfallen! Gott, ich hatte gerade einfach nur Schiss vor dem dämlichen Käfer. So. Ostlapis. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wenn wir uns hier ein bisschen umgucken. Also ich habe auch schon Banditen gesehen. Also ich schätze mal, wir werden hier wieder eine nicht ganz so friedliche Koexistenz zwischen Miasma-Wesen haben und Banditen. Hallo? Und? Ich werde weiter Bücher farmen. Na du? Oh! Ah! Okay, der lohnt sich im Vergleich zu dem kleinen ersten Wert. Wir müssen ja eigentlich nur ein Haus suchen, wo viele Banner dran waren. Das war ja die Ansage, die wir bekommen haben vor Ewigkeiten. Auf einer Seite bin ich natürlich trotzdem furchtbar neugierig, wie das hier alles aufgebaut ist. Ja, nice. Okay, die Investition in diesen Zauber hat sich nicht gelohnt. Also letztendlich, es hat ein bisschen Wasser gekostet. Und 30 von den hier gemeinen antiken Knochen. Eigentlich totaler Schnapper, weil wir alles da haben. Ruhe. Na? Meisterhafter Streit kommt. Immerhin schon mal Level 25er Loot. Das ist gut. Nein, offen lassen bitte.
Was war das denn? Egal. Ja, gleich haben. Obwohl, warte, ist der vielleicht Eis? Nee, auch Feuer. Onkel Furchtfluch. Ostlapis wird schnell zu einer Ruinenstadt. Wird werden von einer Hungersnot und Dürre geplagt. Glücklicherweise hat uns Onkel Furchtfluch, wie Sadi ihn nennt, vorläufig aufgenommen. Aber vielleicht ist dieser Segen tatsächlich eher ein Fluch. Er trägt seinen Hammer überall mit sich herum, gebeugt von seinem Gewicht. Ich höre ihn immer in den Gängen, wie er ihn herumschleppt und dabei schnauft. Es ist zum Schutz, sagt er. Dort unten sind sie. Ich kann sie hören. Aus dem hohlen Kern. Es ist geradezu unheimlich. Wir brauchen Hoffnung, keine Gruselgeschichten. Er ging Wasser aus dem Brunnen in der Nähe holen. Aber das ist jetzt schon Stunden her und ich mache mir Sorgen. Ich würde ja nachsehen, aber ich glaube, ich gebe es ja nur ungern zu. Aber ich glaube, ich höre es auch. Höre es auch, die da unten. Wahnsinn, ist nett hier. Wie in vielen anderen Ortschaften, wo wir schon mal waren. Oh, oh, oh. Keine Zeit für dich. Ich kann mich doch nicht einfach überraschen. Was soll denn der Mist? Muss mal neues Vogelfleisch essen. Intelligenz steigern. Und das auch nochmal. So. Sprengkäfer? Ja, wie geil ist das denn? Es gibt Sprengkäfer. Ja, lol. Was ist das denn? Kann ich damit auch rausspringen, bitte? Jo. Okay, die Geräuschkulisse hier ist super gruselig. Mal alles wegsprengen. Oh, Truhe. Schön. Was ist drin? Nichts Besonderes. Tiefkühlkäfer. Na du?
Ich habe jetzt hier noch kein Haus mit so vielen Bannern gesehen. Das muss dann also da drüben sein, schätze ich mal. Ah, es geht eigentlich mit Säureschwertern. Ups. Reicht. So, ich sehe doch noch ein paar. Ja, war gut. So, also letztendlich muss ich hier ganz kurz abwarten, bis sie alle da sind. Das ist eine ziemlich sichere Variante des Kämpfens. Und dann können wir da drüben ganz gemütlich looten und hoffen, dass ich diesen Webstuhl finde. Oh, letzter Heiltrank. Geht ja gut los wieder hier. Hey! Oh, Tiefkeller. Mit Spinne. Toll. Noch ein Giftstern. Okay. Wir kennen immer noch ein Haus, was nach Webstuhl schreit. Mal kurz ein bisschen flüchten. Oh,
Oh, wo? Ah! Beinhunde! Ich befürchte, wir müssen noch einen anderen Stadtteil finden. Hier ist noch einer. Also noch ein Stadtteil. Da hinten sind noch ein paar Banner dran, okay. Herz des Ozeans, okay. Mami! Verdammt, Käfer, ne? Was bin ich froh, dass ich mich hier oben so zurückziehen kann. Bin ich aber nicht so froh drüber, dass ich mich nicht mehr heilen kann. Ich bin einfach froh, ob ich nochmal normale Verbände machen kann. Mal ganz kurz gucken. Handwerk. Bandage. Ja, ein. Na ja, gut, immerhin. Also hier sind eine Menge Banner. Und da war auch der Boss drin. Das finde ich jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Ja, gut, die Kämpfe hier dauern jetzt ein bisschen länger. Ich habe mir noch zumindest zwei von diesen Säureschwert-Heinis. Oh. Und eigentlich habe ich die Mami auch noch nicht getötet. Sie denn? Nur? Hochpolierter Steinblock. Okay. Ist sie hier?
Ausgeflogen. So, jetzt gucken wir uns hier mal um, weil hier habe ich jetzt überall irgendwie Banner dran. Das ist genau so die Beschreibung. Ich dachte nur ernsthaft, das wird ein kleines Haus sein und nicht so was Großes. Was denn? Sind doch nicht einfach auf Blitz? Bücher. Ah, komme ich nicht ran. Weil sie noch im Regal gesteckt haben. Ist okay. So, weiter geht's. Wir finden den Webstuhl. Der wird hier sein. Irgendwo. Alle vertrauen auf mich. Die Sorgen fressen mich auf. Eine Armee zu mobilisieren ist die eine Sache. Ganze Städte durch Glutal zu treiben, eine völlig andere. Und doch bin ich die Königin des Ödlands. Und mein Reich verlässt sich auf meine Standhaftigkeit. Wir müssen uns auf die Suche nach neuem Boden machen. Nach fruchtbarem Grund. Nach Sicherheit. Morgen werde ich den Befehl zur Evakuierung geben und eine Karawane nach Glutwacht entsenden. Ich fürchte, meine Stimme wird mich verraten. Sie wird zittern und beben. Aber ich werde mich durchsetzen. Für Mama. Wir werden in ein Land der Gräser und des Farns aufbrechen. Üppigen Grün, smaragdgrüne Horizonte und doch sehe ich nichts als Dunkelheit. Ob mein Bruder Vorgott dieselbe Idee hat? Ich werde ihm nicht die Augen sehen können, nicht nach dem, was er Gormanda angetan hat. Wir waren Kinder und doch sind meine Albträume immer noch blutrot. Ich höre seine Stimme und sie ist nicht gütig. Sie hat sich verändert. Ich muss ruhen. Ein großer Tag steht bevor. Okay. Auch mal ein großes Banner dran. Ach doch, wir sind gleich da. Das da ist sie. Wetten? Gut, das ist das letzte Haus, wenn es das nicht ist. Wird merkwürdig. Hier können wir mal ein paar Gutdinger mitnehmen. Funken. Ja, Glutdinger, Funken, das ist dasselbe. Explosive Granaten. Okay.
Oho. Teerbogen, toll. Das war wohl noch nicht die Weberhütte. Okay, das überrascht mich jetzt. Was sagt mir die Quest dazu? Weber, das Gebiet wurde auf der Karte markiert. Sie ist mit Bannern dekoriert, ja. Das ist Betrug. Hier ist alles mit Bannern dekoriert. Wir müssen was zum Schlafen finden. Ach, gut. Einfach. Wenn wir die Nacht mal kurz. Ist es nicht Nacht? Hey! Gut, wenn nicht Nacht ist, dann ist nicht Nacht, ne? Es ist definitiv Nacht. Ha! Wir sind in Ostlapis. Wir sind an einer Hütte, die mit Bannern dekoriert ist. Theoretisch alles richtig. Gut. Das Ding hier als Hütte zu bezeichnen ist schon wieder fraglich, weil es recht mächtig und groß ist. Aber okay. Oh, ich habe einen plünderer Mutterkopf unten im Inventar. Scheinbar habe ich die Mutter doch umgebracht zwischendurch. Ah, ist okay. Bannern dekoriert. Ach, da vorne ist noch einer. Weil hier einfach nichts anderes Banner hat, muss das hier oben sein. Oder ich habe das einfach noch nichts anderes gesehen, aber das hier oben ist das Herz des Ozeans. Wir müssen die Hütten alle durchgehen. Das heißt, wir müssen wohl auch leider uns der Einrichtung entledigen. Bin kurz davor, drüber nachzudenken, mir das rauszusuchen, wo die ist. Nein, ich denke jetzt schon drüber nach. Also nicht, ich bin kurz davor, ich denke gerade drüber nach. Silbersturm. Schock. Und Eis. Eis und Schock? Als Britzelstab? Oh. Okay.
Wie sind wir auch bis zum Dach hoch? Da hoch? Ja, hier hatte ich gelesen, das stimmt. Hier unten war nix. Hä? Okay, ich gebe zu, das verwirrt mich. Wirklich sehr. Gehen wir hier nochmal hoch. Tür mit Dietrich, okay. Wow, das ist eine Außentür. Von hier oben. Oder ich mache einfach irgendeinen Flug nach Out of Map. Auch gut. Oh, Safran. Den nehme ich natürlich mit. Aber auch auf dem Dach war ich doch. Ja, die goldene Truhe. Wieder eine Außentür? Nee. Hat mir trotzdem nichts gebracht, aber okay. Ich einfach überfordert bin. Was ist das? Sie ist mit Ballern dekoriert. Hier ist. Also ich habe jetzt hier hinten alle Häuser, die offensichtlich mit Ballern dekoriert sind, durchgeguckt. Jetzt gucken wir hier nochmal durch. Ob ich ein Haus sehe, was mit Ballern dekoriert ist. Das da könnte. Könnten Vorhänge sein, Banner. Nee. Ach ja. Ach, ich kriege viel zu viel Schaden von euch. Und heilen kann ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Ah ja, ja, ja.
Hier ist nichts mit Bannern. Da ist ein Banner dran. An dem Turm in der Mitte. Okay, Moment. Das könnte aber auch einfach ein Banner sein, weil es ein Turm in der Mitte ist. Und da vorne sind auch Banner, die Piratendinger, aber das ist doch eher von den Banditen. Und hier oben drauf war eine Kiste, hier war ich doch drauf. Ja, ja. Nix. Okay. Ich werde jetzt einmal kurz nachschauen. Das hier macht mich gerade ein wenig fertig. Wir sind definitiv in Ostlapis. Ich bin mir eigentlich... Weberhütte? Okay, ich guck nicht nach. Ich habe sie gefunden. Wow. Hab sie. Cool. Und wo hier sind bitte eure Banner? Ja, ich werde Live-Probleme haben. Hab nichts zum Heilen. Da hängt ein Tuch über der Tür. Das werdet ihr aber nicht meinen, oder? Wow. Müssen wir den Miasma verseuchten Keller runter oder was? Aha. Ah, der Webstuhl. Ach, gucke mal an. War ja nur ein bisschen aufwendig, würde ich mal sagen. Wow. Cool. Stunde Folge. Upsi. Beim nächsten Mal bauen wir den ganzen Spaß zu Hause ein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.